Da haben wir jetzt das Schleifgurtzeug rausgeholt. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Das ist jetzt einfach die Ausbildung nach der Landung. Da gibt es drei Stationen. Einmal hier das Schleifen, wie trenne ich das Kappentrennschluss. Dann einmal das Bergen vom Fallschirm nach dem Sprung. Gibt es zwei verschiedene Arten, einmal gefechtsmäßig und einmal normal. Und einmal Verhalten nach der Landung mit SGE. Wir machen jetzt ziehen Kappentrennschluss. Okay, also hier die Station, Schleifen. Ihr werdet jetzt geschliffen. Schneller, 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 schneller. Ziehen, nach außen weg, Blickwendung und loslassen. Das ist dafür, dass man verhindert, dass der Schirm sich nochmal aufbaut. Wenn man unten auf dem Boden liegt, hat er ja noch ein bisschen Luft in sich. Das heißt, manchmal steht er halt wie so ein Halbmond noch. Das zieht sich über das ganze Feld. Gott sei Dank dreimal grün, ne? Das fallen die Kraftflecken nicht so auf. Das ist weniger essen, Junge. Er ist nicht fett, Junge. Das ist alles Muskelmasse. Wir haben jetzt das Schleifen geübt. Also man braucht jetzt keine Angst mehr haben, dass der Wind einen noch weiter trägt. Man ist jetzt gewappnet dafür. Wir machen jetzt Bundeswehr von 7 bis 16.30 Uhr. Aber jetzt ganz besonders machen wir den Sanitätsunterricht. So, also. Sanitätsunterricht, das sollte eigentlich richtig heißen. Verhaltensmaßnahmen bei Unfall oder wie verhüte ich das Ganze? Um mal zu sensibilisieren, was es da draußen denn so gibt, gibt es jetzt als Einstieg ein wunderschönes kleines Video, wo die Fails der Landefälle zusammengeschnitten. Best auf Springerlehrgang. In dem Moment, wo der Springer anfängt, kreativ zu werden oder auch einfach aus Schreck dann anfängt, die Gliedmaßen von sich zu strecken, kann es dazu kommen, dass es zu Verletzungen führt. Im Regelfall sind es Frakturen im Sprunggelenk, im Beinbereich und vielleicht noch ein paar Bänderüberdehnungen, Bänderrisse. Wer hier nicht nervös ist, wer hier keine Angst hat, der lügt. Sie müssen kein Testament verfassen, Sie müssen keine Nachlassverwaltung machen, Sie müssen sonst keine Sachen machen, keine Angst zu schwimmen, wird es gar nicht. Zum allerletzten Mal, haben wir jetzt noch Fragen? Wunderbar, wunderbar, traumhaft, ich bin begeistert. Endlich geht es ja nur noch ins Praktische. Alles endlich rum. Weise hier gleich die Kameraden morgen für ihren ersten Sprung in das Luftfahrzeug M28 ein, damit die den genauen Ablauf kennen. Hier sehen die die Maschine jetzt zum ersten Mal. Gut, Kameraden, also das ist die M28. Wenn Sie jemand fragt, wie schnell fliegt das Luftfahrzeug beim Absetzen, immer zwischen 160 und 170 km/h. Sie verlassen das Luftfahrzeug in einem Abstand von 3 Sekunden. Und wenn wir bei 7 Springer sind, sind wir schon bei 21 Sekunden. Und so lange braucht auch ungefähr die Maschine, wie sie hier über diesen feinen, über alten Start absetzt. Gut, wenn Sie jetzt ankommen, kommt irgendwann das Kommando, Achtung, zusammenrücken und Achtung, einrücken, kurz anschauen, nicken und dann im Reißverschlussverfahren einzeln über die Treppe bis ganz hinten durch, hinsetzen, oberhalb der Reserve anschneiden. Ja, beeindruckend. Erst, ja, jetzt haben wir das Ganze mal gesehen. Einmal so bekommen, wie das abläuft, was wir machen müssen, wie es ausschaut. Jetzt bekommen wir schon so ein kleines Gefühl dafür, auf was man sich da einlässt. Und dann werden wir es morgen sehen, wie es weitergeht. Das ist natürlich eine sehr großartige Herausforderung für die morgen. Die machen ihren ersten Sprung des Lebens. Wahrscheinlich noch nie so ein Highlight erlebt. Ja, und deswegen müssen wir die auch gewissen Sinne darauf vorbereiten. Plan für morgen, Sprungdienst. Also jeder muss mindestens oder sollte mal mindestens einmal gesprungen sein, wenn das Wetter passt. Ich denke, richtig nervös oder die Nervosität wird morgen steigen. Das erste Mal gibt es einen kleinen Peak, wenn es ins Gurtzeug geht. Und dann wird es richtig losgehen, wenn man ins Flugzeug steigt. Zurzeit fühle ich mich wie von einer wichtigen Mathe-Klausur, wo du aber wochenlang wirklich mal dich hingesetzt hast und gelernt hast für. Aber dann trotzdem, wenn du da drin sitzt, nicht verkacken willst. So, wir haben jetzt 21.16 Uhr. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Mannschaftsheim. Dort noch was Kleines essen.
Im Block ist jetzt alles schon ziemlich ruhig. Die meisten sind jetzt schon schlafen. Ja, ich bin jetzt auf Stube. So langsam geht's auch ins Bett. Tag ist vorbei. Gedanken hängen halt morgen in der Maschine schon. Dass man endlich einsteigen will und bloß den Landefall nicht verkacken will. Einfach nur noch geile Sachen machen. So, das war's für heute. Abschluss der eigentlichen Ausbildung. Morgen geht's dann in den ersten Sprungdienst für unseren ersten Sprung. Wenn auch das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Wir sehen uns morgen.